reparierst du das abgerissene Kabel? Bro, das abgerissene Antennenkabel ist vollkommen egal. Wir müssen zuerst das Powerproblem beheben, dazu mal das Netzteil durchgemessen, das ist okay. Jetzt erstmal alles reinigen, dieser IT-Service wollte das ja mit Wärmeleitpaste reparieren. Alter, was für ein Chaos, und Wärmeleitpaste macht da natürlich überhaupt nichts. So, jetzt ist das Ganze sauber, jetzt können wir in die Fehlersuche gehen. Wir messen zuerst mal die Buchse und schauen, ob 19 Volt bis zum Mainboard kommen, und die sind da. Jetzt schauen wir mal am Stecker am Mainboard, ob der hinten short ist, dann sollten die 19 Volt eigentlich aufs Mainboard kommen. Auch dabei gleich mal die LED kontrolliert, also die funktioniert. Am MOSFET sind auch 19 Volt, also muss da irgendwas ein Short haben und heiß werden. Das kann man am besten mit einer Wärmebildkamera checken, also mal die Buchse dran, 19 Volt dran, und hier wird irgendwas extrem heiß, hat mir den Finger verbrannt. Unter dem Mikroskop mal angeschaut, Isopropanol drauf, Spannung drauf, und wie ihr seht, das Ding wird sau heiß. Das heißt, dieser Chip hier ist kaputt und das ist wahrscheinlich ein Spannungsregler. Ich muss jetzt genau schauen, wo man das Teil hier herkriegt. Ganz oft bei Laptops sind ganz kleine, billige Teile schuld, dass sie nicht mehr funktionieren, und das wird wahrscheinlich ein